Danke dir, danke euch, hallo erstmal. Genau, wir schauen uns mal ein bisschen an, wir machen mal auch eine kleine Zeitreise zum Thema Brands im Web 3, Marken im Web 3. Und bevor wir loslegen, vielleicht könnt ihr einfach mal ein paar Marken, ein paar Brands reinrufen, von denen ihr wisst, dass die im Web 3 aktiv sind. So kleiner Hint, ich habe, ihr seht was an mir, ihr seht hier ein bisschen was stehen hier vorne. Metabrew, genau. Nike, Puma, sehr gut. Adidas habe ich gehört, danke. Jetzt kann ich es ausziehen, dann nämlich. Wer hat noch Brands? Wer weiß? Oder welche fallen euch so top of the head ein, die aktiv sind, die ihr vielleicht verfolgt habt, wo ihr vielleicht Holder seid? Porsche. Louis Vuitton, genau. Lacoste. Mercedes. Also, bitte? Otherside. Yuga Labs, ja, auch als Brand, Otherside. Also, wir gehen heute mal so ein bisschen auf die klassischen Web 2 Marken ein. Also ihr seht hier jetzt meine Auswahl. Wahrscheinlich erkennt man es nicht so gut. Aber das sind jetzt da 350 Marken, die über das letzte Jahr eigentlich und im ersten Quartal in irgendeiner Form ins Web 3 eingestiegen sind. NFT-Drops gemacht haben, irgendwo die Blockchain benutzen. Also es gibt ja verschiedensten Use Cases. Wir gehen so ein bisschen, Metabrew wurde genannt und hier auch nachher schon angekündigt. Die ersten Dosen sind hier. Das All-in-NFT-Brew, also auch mega cool. Wir lassen die Web3-Marken, also die reinen Web3-Brands, mal so ein bisschen außen vor. Aber schauen mal, was denn so an klassischen Marken wirklich drin ist. Und ihr habt einige genannt und ich glaube, es sind auch ein paar Holder da. Ich habe schon Porsche irgendwo gesehen. Ich habe schon WACME United irgendwo gesehen. Also wir schauen uns mal so ein bisschen an in den nächsten Minuten, wo wir so herkommen, was eigentlich so passiert ist. Wir schauen uns so ein bisschen an, wie das so lief im letzten Jahr, was sich vielleicht auch geändert hat, was auch so der Unterschied ist oder die Herausforderung für Web2-Brands, wenn die ins Web3 wollen. Und am Ende mal so ein bisschen, vielleicht auch gerne als offene Diskussion am Ende, wo stehen wir heute, ne? Wie denken wir, dass es weitergeht? Ich habe so ein paar Ideen mitgebracht und ein paar Insights so aus den letzten Wochen und Monaten. Aber lasst uns da gerne dann einfach schauen, was wir alle so denken. Genau, also wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, dann sehen wir eine Möglichkeit für Brands einzusteigen in das Web 3 oder für Web 2 Brands, um einzusteigen, waren eigentlich Partnerschaften. Also Partnerschaften ist ja immer so ein Thema, wo wir sagen, hey, das ist Web 3 ganz groß, ne? Und du kannst es halt viel einfacher machen und über die Wallet, über die Blockchain, du kannst viel besser auch irgendwie Communities zusammenbringen. Und wir sehen, dass viele Brands auch eigentlich genau über diesen Weg kamen und der Weg auch sehr erfolgreich war für die meisten. An der einen oder anderen Stelle gab es vielleicht auch Hiccups, ja, aber das über Partnerschaften, und wir sehen jetzt hier viele Beispiele und die sind auch alle sehr unterschiedlich. Ja, ich glaube Adidas, ja, also man sieht es da auch am neongelben Jäckchen. Adidas, sehr bekannt, ja, mit den Bored Apes damals, mit G-Money, mit Punk Comics. Die haben gleich drei Partner reingesucht, die im Space waren und haben das so ein bisschen geleveraged. Das war aber auch noch vielleicht ein bisschen eine andere Zeit, als wir heute sind. Gehen wir so ein bisschen, und apropos heute, ja, wir haben es vorhin, Sebastian hat es gerade gesagt, Porsche ist noch gar nicht so lange her. Also diese Zeit im Web3-Space, die verfliegt ja irgendwie. Also jeden Tag gibt es gefühlt irgendwas Neues. Dann geht es mal hoch, dann geht es mal runter, dann gibt es gute News, schlechte News. Und wenn so ein Drop wie Porsche kommt, und Porsche deswegen als erstes Beispiel hier in Stuttgart, könnte, glaube ich, nicht passender sein, dann ist natürlich irgendwie die ganze Web3-Community, die Leute, die schon drin sind, sind gehypt. Ne? Also geht mir jedenfalls so, weil das irgendwie für die Akzeptanz spricht, zeigt, dass da wirklich was los ist und natürlich ist, ja, hoffentlich auch Möglichkeiten gibt, da entweder mitzumachen oder in coole Communities reinzukommen oder natürlich, und das war, glaube ich, bei Porsche auch so ein bisschen das Thema, dass ja viele auch spekuliert haben, und ich weiß nicht, wer war beim Porsche-Drop dabei, wer war dabei beim Porsche-Drop, hat sich das angeschaut? Keiner? Ist ein Holder? Haben wir Holder unter uns? Ah, doch ein paar. Und ich weiß nicht, was euer Eindruck so ist, aber also Porsche hat das ganz gut wieder gedreht. Und die haben natürlich, und das steht auch so ein bisschen, das sind die offiziellen Screenshots, die haben von Anfang an
gesagt, hey, es wird um Experiences gehen, um Erlebnisse, es wird eine Journey werden, man kann was mitgestalten, es soll Teil der Kultur werden und es ist auch kein Projekt, wo es hieß, hey, einmal irgendwie ein NFT-Drop und dann war es das, wie wir es von anderen Brands kennen. Und wenn wir mal vergleichen mit Nike, dann ist Nike schon ein bisschen länger im Space, hat aber auch eine ganz andere Reise hinter sich und vielleicht auch ganz andere Ideen dahinter. Und das Interessante bei Nike ist, dass die wirklich schon 2019 angefangen haben, die ersten Patente für digitale Turnschuhe oder die Crypto-Kicks anzumelden. Und natürlich der Move dann schlechthin als First Mover irgendwo, die Akquisition von Artifact. Ne? Wo sie auch, das war mehr als eine Partnerschaft, das war schon eine Akquisition und ein Wahnsinns, also es hat natürlich für, die Summe ist nicht bekannt, aber es hat natürlich für Aufsehen gesorgt, das war natürlich ein Zeichen, das war auch ein Zeichen an andere Brands, an den Markt irgendwo. Und was sie dann gemacht haben, wenn es der eine oder andere verfolgt hat, es gab ja dann verschiedene gemeinsame Aktionen sozusagen, also sie haben immer gesagt, Artifact wird weiterhin sehr coole Sachen abliefern, eigene. Die haben ja vorher auch schon Digital Sneakers beispielsweise gemacht. Und dann gab es natürlich die Clone X, die eine zentrale Rolle spielen sollten, wo viele vielleicht heute auch schon über die letzten Monate, über das letzte Jahr vielleicht so ein bisschen enttäuscht wurden, weil die Hoffnungen halt größer waren und weil man vielleicht auch gewohnt war. Und das hat Nike hier oder Artifact auch vorgespielt mit den Airdrops. Ne? Also wer sich erinnert, es gab diese Monolith-Boxen, also was rechts oben zu sehen ist, das ist schon die zweite. Es gab die erste, dann gab es dazu, also schon Engagement, ne? Also die Community wurde dann beschäftigt, man musste gemeinsam irgendwelche Rätsel lösen, dann wurden die irgendwann geöffnet und dann kam das, also es gab immer Geschenke und die Geschenke waren auch immer viel wert, weil viel Erwartung drin war und ein Geschenk oder einmal die Box, die sich geöffnet hat, waren dann wirklich die virtuellen Sneaker mit dem Skin. Also schon sehr, sehr viel Innovation, wenn man sich das anschaut und auch schaut, wie passt das zu Nike. Ne? Und das ist, glaube ich, für Brands eine ganz interessante Frage, wie kann ich die Technologie eigentlich nutzen, um Innovation zu schaffen, vielleicht um meine Community zu begeistern, zu engagen. Und das hat Nike eigentlich sehr, sehr gut geschafft mit Artifact zusammen und hatte dann, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, und da kommen wir nachher so ein bisschen drauf im Rückblick auf das letzte Jahr vielleicht, dass die Erwartungshaltung einfach immer höher werden. Und wer sich erinnert, als der letzte Monolith geöffnet wurde und es gab dann irgendwie einen 20% Gutschein, der auch nur in den USA einlösbar war, das hat dann irgendwie nicht mehr so ganz zusammengepasst. Ja. Aber was man bei Nike eigentlich schön sieht, ist das Thema jetzt, was relativ dann oder Ende letztes Jahr nicht gekommen ist, mit Dot Swoosh, also diese Weiterentwicklung, dass sie wirklich in Richtung Community gehen auch, Richtung Co-Creation, dass sie Partnerships aktiv suchen und Partner ranholen und eigentlich so viele Innovationen schaffen an der Stelle zwischen Sport, Fashion, Technology, und auch Gaming, also zum Beispiel mit der EA Sports und Fortnite-Partnerschaft. Dann das deutsche Äquivalent Adidas. Gibt es Adidas-Holder hier? Gibt es auch ein paar. Genau, also Adidas ja auch sehr guter, sehr aufmerksamkeitswirksamer Einstieg, hatte ich vorhin gesagt, mit den Partnerschaften, haben auch dann diesen Bored Ape, also Indigo Herz, haben sich so wirklich ein Element, eine Kreation, auch ein Stück weit Kultur geschaffen und haben aber so ein bisschen auch gestruggelt. Ne? Also der Drop war sehr erfolgreich, ich glaube auch sehr wirksam Richtung, also auch in den Unternehmen, das ist eine Seite, die man vielleicht auch verstehen muss, wenn dann irgendjemand im Unternehmen ist und vielleicht ist heute besser, weil schon so viel passiert ist, vielleicht ist es heute noch schwieriger, weil NFTs auch so ein bisschen, also erstens alles abgestürzt ist und NFTs auch so ein bisschen verrufen werden, aber so ein Drop dann erstmal oder so ein Ansatz erstmal durchzubekommen, ist natürlich auch ein Stück weit eine Herausforderung. Und wenn dann aber irgendwie die NFTs sofort ausverkauft werden und ich glaube 23 Millionen war es, also auf jeden Fall Multimillionen damit direkt als Revenue in die Kassen gespielt werden, dann ist das natürlich ein starkes Zeichen auch intern. Gleichzeitig auch die Herausforderung, Erwartungshaltung der Holder, der Nutzer. Ne? Also, und wir haben das bei Adidas eigentlich sehr schön gesehen, wer es verfolgt hat über die letzten
Monate vor allem, wo es letztes Jahr dann auch irgendwann sehr ruhig wurde, wo nicht mehr viel mit diesen Phasen, also Into the Metaverse, hieß es ja am Anfang, wo da nicht mehr viel voranging und eigentlich dann so ein bisschen ein Restart kam und jetzt Adidas mit den Alts, also mit den Alternative Avataren auch eine ganz, also viel stärker in Richtung Storytelling geht, ne? Viel stärker die Community auch ein, mit einem Community Council gegründet hat, was ich einen sehr interessanten, einen sehr guten Ansatz finde, also wo sie wirklich gesagt haben, wir wollen 15 Vertreter aus der Community, die sehr aktiv sind, die sich beschäftigen und wir wollen die auch nutzen, um enger in den Austausch zu gehen und da wirklich versucht, als Marke, als Unternehmen, diese Community, von der wir immer sprechen und was man ja hier auch sieht und was ein Kernelement des Web3 ist, dass Adidas da versucht, die wirklich mitzuentwickeln, zu nutzen, zu empowern und das natürlich ganz schön. Und natürlich auch die Partnerships, also man sieht es recht links unten mit Wacken United und da sind auch, glaube ich, ein paar Holder hier. Dann, ganz anderer Ansatz, Starbucks. Starbucks mit dem Treueprogramm Odyssee, also eigentlich das bisherige Bonusprogramm, was Starbucks jetzt nutzt und auf Blockchain umstellt oder auf NFTs umstellt, ohne dabei Blockchain, NFTs, Krypto-Wallet in irgendeiner Form zu erwähnen. Und das zeigt schon so ein bisschen auch die Transition, die wir da eigentlich durchgehen, wo wir am Anfang und gerade in den Hype-Phasen, war es auch für Brands leichter, einen sehr speziell, also wir haben vielleicht eine neue Zielgruppe gewonnen und wir haben vielleicht neue Interessenten gewonnen. Die mussten sich aber schon ein Stück weit auskennen. Ne? Die mussten irgendwie eine Wallet haben, die mussten wissen, wie man die mit Krypto auflädt, wie man mintet. Die mussten sicher gehen, dass die den NFT dann auch dann entsprechend behalten und nicht gescampt werden. Und Starbucks, ganz anderer Ansatz. Also auch ein starkes Zeichen aus meiner Sicht, gerade was Treueprogramme angeht, also weil da ja so viel eigentlich Potenzial liegt, wenn ich jetzt irgendwann sagen kann, hey, es gibt so diese, es heißt ja Journey Stamps bei Starbucks, aber ich habe dann einfach diese Bonuspunkte, die ihr bisher irgendwie kennt und die kann ich jetzt plötzlich in einem offenen, also so Open Loyalty, die kann ich in einem offenen Ökosystem verwenden und ich kann bessere Partnerschaften machen, ohne dass ich Kundendaten vielleicht austauschen muss, weil ich sagen kann, jeder Kunde, der bei Starbucks oder der in seiner Wallet bestimmte Stamps hat beispielsweise oder mal hier angewendet, der den All-in Power sich gesichert hat, der bekommt halt nächstes Jahr vielleicht irgendeinen super Benefit und das gleiche kann ich natürlich auch in diesem Open Loyalty Konzept machen. Daher hier nochmal ganz anderer Ansatz, aber auch schon in die Richtung gehend Community-Aufbau. Also das hat ja Starbucks auch am Anfang erläutert, dass sie nicht nur diese 1-zu-1-Beziehung haben wollen, sondern wirklich schaffen wollen, dass die Leute da so in einem digitalen Café auch sitzen können und miteinander sich austauschen können. Und dann mal ein ganz anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Pringles, auch relativ früh einen NFT-Drop, ich glaube, es gab nur 50, wo aber, also war auch eine Kooperation mit einer Künstlerin letztendlich, can you taste it? No. Can you enjoy it? Yes. Also Hashtag Attention wurde auch sehr, sehr stark in den vergangenen oder im vergangenen Jahr eigentlich wurde Web3, wurden NFTs genutzt, einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen, ne? Weil ich dann natürlich eine ganz andere Story Richtung Presse erzählen kann, Marketing machen kann. Wurde, glaube ich, bei Pringles auch nicht so gut angenommen. Wir haben es bei ein paar deutschen Unternehmen auch irgendwo gesehen. Also das negative oder vielleicht so ein paar Vorurteile, mit denen muss ich halt auch, habe ich auch zu kämpfen und muss ich vielleicht auch zurechtkommen als Brand. Und dann nur ganz kurz, um das so ein bisschen zu ergänzen, es gibt auch einige Brands, ein paar wurden vorhin auch genannt davon, die diese immersiven Erlebnisse, die also im Metaverse unterwegs sind, ganz neue E-Commerce-Konzepte wagen und den spare ich so ein bisschen aus. Ich glaube, der liebe Believens wird nachher noch ins Metaverse eintauchen. Aber einfach der Vollständigkeit halber, das ist natürlich auch ein Element, was Web3 Elemente größtenteils hat oder teilweise hat und wo Marken sich halt ausprobieren. Und auch ein paar Marken, die vorhin genannt wurden, also glaube gerade Gucci, sehr, sehr aktiv in dem Space, ohne jetzt da diesen einen Drop zu haben oder die Gucci Membership, sondern einfach in Kooperation mit 10KTF, mit Otherside. Dann haben wir
Breitling als Beispiel, wo NFTs genutzt werden, eigentlich weniger um das, was wir vorhin gesehen haben, so dieses Community, dieses Building und dieses Zusammenführen, sondern einfach als praktisches Hilfsmittel, weil mein Token, mein NFT, dann mein Echtheitszertifikat ist, ne? Und ich das dann auch über den Zweitmarkt verkaufen kann, aber der Käufer jederzeit weiß, okay, das ist echt. Also da bei den Luxusmarken hier Richtung Lifestyle, Richtung Exklusivität natürlich auch NFTs und Web3 oft ein Mittel der Wahl. Was sind so ein bisschen die Unterschiede und was haben manche Brands vielleicht auch eher so ein bisschen auf die harte Tour gemerkt? Also ein Unterschied, schauen wir auf die Uhr. Ein Unterschied, im Web 2 haben wir ein geschlossenes System, ne? Da haben wir die Kontrolle, da haben wir eine einseitige Kommunikation. Ich auch bei Social Media geht es schon ein bisschen interaktiver. Da kann ich auch schon entweder sehr viel Lob bekommen oder auch einen Shitstorm. Aber die Kommunikation ist größtenteils einseitig. Im Web 3, ihr kennt das alle, ist es dezentraler, ist es multidirektionaler, kann die Community untereinander sich austauschen, möchte die Community vielleicht untereinander auch aktiv werden. Und das muss ich halt ein Stück weit auch mit einbeziehen, zumindest ins Konzept irgendwo, wenn ich als Brand ein Web3-Projekt starten möchte, weil die Erwartungshaltung halt der Nutzer, und ihr werdet es sicherlich an euch ab und zu auch merken, ich merke es an mir auf jeden Fall, wenn ich weiß, es ist ein Web3-Projekt oder ich kaufe jetzt ein NFT, ich minte den NFT, dann habe ich andere Erwartungshaltung, als wenn ich vielleicht irgendwo mal einfach transaktional irgendwas kaufe und dann ist gut, dann kriege ich vielleicht noch irgendwie die Newsletter. Ne? Aber die Erwartungshaltung ist da schon eine andere. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, oder das haben die Projekte, wie wir vorhin gesehen haben, bei Nike, bei Adidas, das haben die auch dann auf vielleicht die nicht so ganz angenehme Tour manchmal gelernt, dass sie da anders rangehen müssen, dass die Community halt nicht nur heißt, ich kann irgendwie mehr Geld rausziehen oder vielleicht bekomme ich noch ein bisschen mehr Insights, statt eine Marktforschung zu machen, sondern dass es auch heißt, dass die Leute sich vielleicht engagieren wollen und total frustriert sind, wenn sie es nicht dürfen oder dass ich was verspreche und die Leute mich daran erinnern, dass ich das halte. Also für Brands manchmal, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert. Und vorhin gesagt, ein bisschen, wir klammern es ein bisschen aus, es gibt natürlich Web3-Brands, die schon so starten, die mit einer Community starten, die darauf basierend dann sich weiterentwickeln. Also Yuga Labs, glaube ich, eins der besten Beispiele in dem Fall, die mit einer starken Community schon gestartet sind, einfach so eine Pull-Wirkung auch hatten und die dann darauf basierend ganz andere Erlebnisse, ganz andere Produkte vielleicht bauen können. Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum sprechen wir heute überhaupt drüber? Ich glaube einmal, weil es spannend ist, ne? Wenn die eigene Lieblingsmarke irgendwie ins Web 3 eintaucht und man plötzlich irgendwie mit Eigentümer ein Stück weit werden kann oder mit beteiligt werden kann oder sich mit engagieren kann. Aber das Ganze steht natürlich unter dem Gedanken der Massenadaption. Ne? Das ist der Begriff, den wir irgendwie immer wieder hören, immer wieder verwenden. Wann wird Web 3 denn massenmarktfähig? Wie werden NFTs massenmarktfähig? Und ich glaube, da ist es halt gerade spannend, wenn so große Brands eintauchen und einfach in dem Bereich was machen, Web3-Technologie nutzen, weil das ein Zeichen ist, ein Zeichen an Nutzer, also nicht nur uns, die da sowieso affin sind, aber auch an andere, die sich vielleicht dann denken, hey, jetzt ist meine Lieblingsbrand dabei oder jetzt habe ich hier exklusive Vorteile, die ich nur bekomme, wenn ich den NFT beispielsweise minte oder habe. Und gleichzeitig ist es ein starkes Zeichen eben an andere Brands. Und natürlich auch ein Stück weit zeigt ein bisschen die Innovationsbereitschaft, die Innovation des Unternehmens, also um sich vielleicht auch vom Wettbewerb ein bisschen abzugrenzen. Nichtsdestotrotz gehen wir mal so ein bisschen weg von dem, was bisher war, hin zu dem, wo wir jetzt irgendwie gerade stehen. Also Ende letzten Jahres gab es auch verschiedene Reports. Ne? Es gibt ja immer diese schönen Reports, die also sehr klar auf Brands bezogen, auf Finanzen bezogen. Und im Marktausblick, und das fand ich ganz interessant, das Zitat von den 18, also digitalen Finanzunternehmen, die so einen Ausblick gemacht haben, was erwartet uns in 2023. Der häufigst erwartete Web3-Trend waren Large Corporate Adoption, also mehr Brands, die einsteigen und mehr Brands, die was machen. Passiert das? Wahrscheinlich ja,
aber nicht mehr vielleicht ganz so laut wie bisher. Also hier nochmal im Q1, man sieht also eigentlich, da waren wir schon im Bärenmarkt, wir sind immer noch irgendwie im Bärenmarkt, also man merkt, der Hype ist raus, ne? Wir sind nicht mehr ganz so trendy und nur weil man jetzt plötzlich ein NFT-Projekt macht, ist man nicht mehr ganz oben, sondern jetzt macht man halt KI. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass die Brands trotzdem, also dass neue Brands reinkommen, dass Brands neue Drops machen und ich weiß nicht, ob man die erkennen kann, aber man sieht hier sehr stark im Retail-Bereich natürlich, bei Media, bei Sports, aber auch, dass es nicht nur zwei sind, sondern dass da wirklich was passiert. Und wie vorhin gesagt, Porsche auch erst dieses Jahr gestartet. Aber wir sehen, dass es ein bisschen anders ist, nämlich genau, weil dieser Hype raus ist oder weil auch die Erfahrungen da sind, kann man sich jetzt schon die Frage stellen, hey, als Brand, welches Problem löst eigentlich Web3 für mich? Ne? Also, während es am Anfang hieß, vielleicht kann ich da schnell Geld verdienen oder ich muss es machen, weil irgendwie die machen es jetzt alle irgendwie und morgen hat jeder eine Wallet, ist jetzt schon so ein bisschen die Frage, welches Problem kann ich lösen oder wo hilft mir Web3 auf? Und andersrum sieht man da, dass Brands eigentlich kein Web3-Problem haben. Und das ist ein Zitat von Diego Borgo auf der NFC in Lissabon. Und er hat gesagt, hey, also die Brands haben kein Web3-Problem. Und das Playbook, der Blueprint, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, den kannst du vergessen. Aber es ist auch nicht so, dass da nichts ist und also auch nichts für die Brands zu gewinnen gibt sozusagen, sondern Brands haben ein Engagement-Problem, die haben ein Loyalitätsproblem, die haben vielleicht ein Growth-Problem. Und das sind Probleme, die Web3 lösen kann oder zumindest wo es die Situation verbessern kann, wo ich vielleicht durch Innovation ganz neue Möglichkeiten schaffe. Wenn wir so ein bisschen auf der linken Seite sind, dann sind es so die Vorteile für Brands. Ne? Also ich habe natürlich noch Marketingwirksamkeit. Ich kann Storytelling betreiben und die Leute damit auch mehr, schon mehr engagen, schon mehr binden, schon vielleicht neugieriger machen, so ein bisschen Gamification einbauen. Ich kann ganz neue Partnerschaften schließen und die Unternehmen, die in dem Space aktiver sind, die sind auch eher bereit, wie man sieht oder wie wir vorhin gesehen haben, so Partnerschaften zu schließen, vielleicht gemeinsam einen größeren Kuchen zu haben, als wenn jeder nur irgendwie ein kleines Stück hat. Und wir sehen, dass es auch für die Produkte von Vorteil sein kann und auch immer mehr in die Richtung Produkt geht. Also nicht nur einfach, hey, es gibt einen Drop und da gibt es halt irgendwas und Utility fragt keiner nach, sondern es geht immer mehr Richtung Produkte und vielleicht kann ich meine Produkte einfach mit dieser Technologie so erweitern, dass das für alle ein Nutzen entsteht. Und gerade auf der rechten Seite, also klar für Unternehmen natürlich auch, aber auch für die Kunden, die Kundenbeziehung ist ein Thema. Das wird natürlich viel intensiver, wenn ich jetzt plötzlich meine Community habe, wenn ich Holder habe. Ich kann Co-Creation nutzen, also Dotswoosh, wie vorhin das beste Beispiel, wo Nutzer wirklich und ich plötzlich Künstler gewinne, an die ich sonst nie rangekommen wäre oder die sonst nie auf mich zugekommen wären oder wo einfach diese Partnerschaft sonst nicht stattgefunden hätte und die kann ich jetzt nutzen und ich merke halt auch, was der Community gefällt und habe gleichzeitig so ein bisschen immer noch eine Exklusivität. Und kann natürlich, und das sehen wir auch bei einigen Brands ja, auch Porsche als Beispiel sehr stark auf Erlebnisse geben und das Ganze emotional, also auch meine Beziehung zum Kunden emotional aufwerten. Und dann, was sind die Herausforderungen? Ein paar habe ich schon gesagt. Also Kundenerwartung würde ich als Nummer 1 nennen. Und wenn man in so ein paar Discords aktiv ist, also gerade auch vielleicht in den Brands Discord, dann sieht man, wie laut die Leute schreien, wenn sie irgendwas nicht bekommen. Ne? Oder das, also klar, wer irgendwie seit 21 dabei ist und von jedem Projekt, wo man mal eingestiegen ist, zig Airdrops bekommen hat in den 6 Folgemonaten und die Airdrops waren dann auch jeweils irgendwie ein paar tausend Euro wert, da gewöhnt man sich dran und das, also möchte natürlich, also würde wahrscheinlich hier keiner Nein sagen, ja, wenn jetzt jeder Adidas-Holder, Nike-Holder, Starbucks-Holder plötzlich irgendwas im Wert von ein paar tausend Euro gedroppt bekommt. Ist halt nicht ganz so nachhaltig. Das haben die dann auch immer gemerkt. Also wenn ich immer wieder, also ich nehme einmal Geld ein und der Mintpreis war ja meistens nicht bei dem Floorpreis, wie der denn angestiegen ist. Und ihr wisst es, Royalties gibt es auch nicht mehr in dem Sinn oder nicht mehr immer. Da kann ich mich auch nicht drauf verlassen. Und das heißt, ich habe, wenn ich heute einsteige oder wenn ich jetzt schon länger dabei bin, habe ich zu kämpfen so ein bisschen. Ich muss natürlich Kundenerwartungen oder Erwartungen meiner Holder managen.
Ich muss auch so ein bisschen in diesem Feld navigieren, was eben neu ist. Diese Dezentralität, dieses Nutzergesteuerte, dieses mehr Community. Also das ist auch eine Herausforderung, weil ich ein Stück weit Kontrolle abgeben muss. Gleichzeitig möchte ich natürlich, dass meine Marke irgendwo konsistent bleibt. Ne? Dass ich also weiterhin Kontrolle über die Marke habe und das nicht völlig rausgebe. Und heißt am Ende, ich muss abgleichen oder so ein bisschen auch abwägen zwischen oder experimentieren, weil die Antwort hat bisher keiner und es gibt unterschiedliche Ansätze, manche gehen besser, manche schlechter. Also wo Brands experimentieren müssen, wie weit kann ich denn, was kann ich denn rausgeben, was muss ich vielleicht selbst machen? Und das vielleicht auch andersrum für jeden im Raum, glaube ich, ganz spannend, das einfach aus der Sicht mal zu beobachten und zu schauen, okay, also vielleicht, was sind meine Erwartungshaltungen, wenn ich in irgendein Projekt reingehe? Also möchte ich morgen den NFT fürs Dreifache verkaufen oder möchte ich wirklich lange dabei sein? Bin ich okay, wenn irgendwie der Floor-Price dauerhaft sinkt, ich dafür aber irgendwie eine andere Utility rausbekomme oder eigentlich den Wert meines NFTs? Also können wir jetzt MetaBroom als Beispielrechnung nehmen, ne, wenn ich den NFT habe und innerhalb von 3 Jahren habe ich sozusagen den Mintpreis in Bier getrunken, dann habe ich danach manche auch schneller vielleicht, dann habe ich danach immer noch Free Bier und dann muss ich den NFT vielleicht nicht fürs Doppelte verkaufen müssen. Also, was heißt das so ein bisschen? Und da gerne würde ich die Runde für die Diskussion aufmachen. Also aus meiner Sicht so ein bisschen auch, was ich beobachtet habe über die letzten Wochen, Monate, was man sieht, also es wird alles ein bisschen erwachsener, es wird alles ein bisschen reifer. Also die Brands gehen mehr Richtung Produkte, die schauen sich im Voraus auch schon an, hey, was kann ich machen, was möchte ich machen, wo kann ich vielleicht meine bestehenden Produkte aufwerten durch NFTs, ob das jetzt im digitalen Bereich ist, im physischen oder halt auch wirklich für digital. Dann, wie gesagt, Treueprogramme ist, glaube ich, hört man ab und zu, fliegt aber noch so unterm Radar, ist aber enormes Potenzial, also wo wir auch schon Dienstleister sehen, die da sehr viel anbieten, wo wir sehen, dass Brands wie Starbucks eben drin sind und auch dieses Open Loyalty, die ganzen neuen Möglichkeiten für Partnerschaften dann entstehen. Community, ich glaube, bleibt nach wie vor eine zentrale Säule und wenn das Unternehmen ist, kein von heute auf morgen Ding, ist aber etwas, wenn Unternehmen das, glaube ich, gut machen und die richtigen Leute an sich binden oder die Leute richtig an sich binden, dann kann da sehr, sehr viel entstehen, ne, für alle Parteien. Und dann so ein bisschen Erlebnisse hängt damit zusammen. Ich glaube, das ist ein Trend, den wir jetzt auch stärker sehen, wo Unternehmen einfach dann auch Token-Gating nutzen, um besondere Erlebnisse zu schaffen oder für ihre Holder Events zu schaffen, wo nur diese eingeladen sind. Also, dass das Ganze so ein bisschen auch emotionaler wird, auch ein bisschen mehr in die Erlebnisecke geht. Und ein Punkt, der, glaube ich, noch sehr, sehr viel oder wo vielleicht auch Unternehmen sehr stark drauf spekulieren, ist so ein bisschen auch das Thema Daten. Ne? Also, wenn ich es schaffe, als Brand, diese Web3-Daten, also was ist denn alles in der Wallet meiner Holder und wofür interessieren sie sich noch und wie interagieren die mit mir? Wenn ich das verknüpfe mit dem, was ich eh schon aus dem Web2 überall sammle, mit meinem ganzen CRM und Salesforce ist ja genau an der Stelle oder positioniert sich ja genau an der Stelle, andere CRM-Anbieter auch, dass die sagen, hey, wir bringen das zusammen und du kriegst jetzt wirklich mal eine 360-Grad-View. Andersrum, für uns Kunden, für uns Nutzer, so das Versprechen, hey, die Ownership haben wir ja eigentlich. Und gleichzeitig aber auch, ist da eine Transparenz? Ne? Also wo ist dann nachher Datenschutz etc.? Also das sind, glaube ich, noch spannende Themen, die uns in Zukunft begleiten werden, erwarten werden. Wenn, seht ihr noch Themen? Also vielleicht gerne ganz, ganz offen. Ich bin, glaube ich, noch in Time. Aber würde euch gerne die Möglichkeit geben, also gerne Fragen, gerne Gedanken, die ihr teilen möchtet. Wenn es keine gibt, doch! Ja. Ich fände mal spannend, NFTs in die Richtung gedacht, eigentlich wie Aktien. Also, dass man eigentlich eine Form von Firmenbeteiligung hat. Gibt es da schon was? Gibt es Leute, die Start-up gründen und sagen, wir geben sozusagen NFTs aus und das ist eine Art Firmenbeteiligung? Sehr gute Frage. Also ich wiederhole es vielleicht, falls hier nicht jeder verstanden hat. Die Frage,
NFTs als Aktien gedacht, also als Firmenbeteiligung, ob es das schon gibt, ob das Potenzial hat. Und ja, auch ein Beispiel, was hier unten steht, also beispielsweise MetaBrew macht es. Also alle MetaBrew-Holder werden stückweise auch an den Gewinnen von MetaBrew beteiligt und sind sozusagen, na, sagen wir mal, virtuelle Anteilseigner. Also ich glaube, die Idee war auch, da mehr zu machen. Die Herausforderung ist an der Stelle gerade in, also nicht nur in Deutschland, aber gerade auch in Deutschland, natürlich, wie kann ich das umsetzen, dass es dem rechtlichen Rahmen entspricht. Also wir können heute, gibt es auch neue Lösungen, gibt es einzelne Anbieter für Tokenize It, also Tokenize.it beispielsweise, die tokenisieren schon Unternehmensanteile. Also ich kann sowas schon machen. Und wie gesagt, die ersten, also dann eher so Web3-Native-Projekte, also ich glaube, bis das bei Adidas oder Nike der Fall ist, das wird ein bisschen dauern, aber in die Richtung geht es schon und das ist für viele, die vielleicht aus dem Web3 gestartet sind, also auch MetaBrew als Beispiel, der Holger sagt ja auch, er würde am liebsten noch mehr eigentlich mit der Community machen und die mehr einbinden und natürlich dann auch am Erfolg beteiligen, weil gleichzeitig ist das ja wieder ein Hebel für die Brand, fürs Unternehmen, wenn ich Leute habe, die Skin in the Game haben, ne, oder auch beteiligt sind, dass die dann vielleicht auch nochmal irgendwo mein Produkt vorstellen, vielleicht noch einen Deal holen, wie auch immer, also dass die auch zu Brand Ambassador werden. Von daher, ja, es wird in die Richtung gehen, glaube ich. Die Herausforderung ist wahrscheinlich eher so auf der rechtlichen Seite, aber dass wir vielleicht und bei den großen Marken USA ist natürlich immer, ich darf dir auch nicht versprechen, dass ein NFT beispielsweise, dass ich eine gewisse Beteiligung habe, weil ich dann sehr schnell als irgendwie Security eingestuft werden könnte. Das will natürlich keiner, weil da habe ich ganz andere Auflagen oder kann mein Projekt nicht umsetzen. Ich glaube, je mehr Klarheit wir in der Regulierung auch bekommen und haben werden, desto mehr Modelle werden wir in die Richtung sehen. Also ich sehe zumindest, dass Brands offen für sind. Und wie gesagt, MetaBrew ist da, glaube ich, das beste Beispiel. Dann letztes englisches Zitat aus dem A16Z Crypto Report. Web3 is more than a financial movement, it's an evolution of the Internet. Und ich glaube, das fasst so ein bisschen zusammen, die Reise, die wir gesehen haben, also gerade auch die Player, die oder auch die Nutzer, ne, die Spekulanten, die drin waren, die das Ganze auch hochgepusht haben. Also wir sehen, die Bubble ist geplatzt und trotzdem sind wir alle hier, glauben irgendwo an NFTs, an Web3 und weil es halt mehr ist als irgendwie nur schnelles Geld machen und morgen den Lambo fahren, sondern dann lieber den virtuellen Porsche. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also ich bin heute da, kommt gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen habt. Ich habe auch, also wie gesagt, einmal der offizielle Power-App natürlich. Ich habe auch ein Power-App dabei, einfach mich ansprechen, gerne claimen und ansonsten ja, auch gerne vernetzen, Discord, Twitter, LinkedIn etc. Dankeschön. Danke.